Moin aus Berlin und herzlich willkommen zum nächsten Baustep hier auf meinem Kanal. Wollen wir nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Und weiter geht's. Viel Spaß euch. So, wir haben den nächsten Bauabschnitt. Ich lege das Baby mal so lange an die Seite. Jetzt brauchen wir hier so ein paar schwarze Sachen und ein paar gelbe Sachen. Schieben das mal so ein bisschen da hinten hin. Dich brauche ich im Moment auch nicht. So, jetzt geht es nämlich los hier, ne? Pass mal auf. Also, zwei graue Einer will er haben. Er möchte sieben Zweier haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück. Er möchte zwei solche haben. Wollen wir die da wohl reingeschmissen? Hier war. Zwei Stück, genau, zwei so Gitterdinger, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dann möchte er eine Stange haben der Länge 6. Das müsste die eigentlich sein. Wenn mich nicht alles täuscht, jawohl. Eine Stange der Länge 6. Wir machen das jetzt ganz genau, dass wir nicht vergessen. Dann graue Winkel. Zwei. Was ist das? Light Bluish Gray oder wie nennt sich das? Ich habe keine Ahnung von den Farben. Für mich ist das grau. Fertig. Du bist ein Schwarzer, du gehörst da nicht hin. So. Grau davon. Dann möchte er. Den haben. Dann möchte er einen davon. Schon wieder mal ein Kegelrad. So, dann 1, 2, 3, 4. Die Schalen werden merklich leerer. Zweimal die kurzen. Sechsmal das gleiche von den schwarzen. Das sind die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zweimal das gleiche in gelb. Einmal, zwei, vier, sechs, acht. Eine Zwischengröße noch geben. 2, 4, 2, 4, 6. Das ist eine Achter. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Das ist eine Achter. Passt auch eine davon. Und eine lange gelbe. Jesus Maria, dann diesen blauen Pinüppel. Dann zwei hiervon und jetzt geht es nämlich schon los mit den kaputten. Eins, vier Stück davon. So, dann müssten wir jetzt für den nächsten Bauabschnitt alle Teile zusammen haben und stückeln das mal eben zusammen hier. So, pass auf. So sieht das Ganze aus. Bauen den da dran, bauen den da dran. Dann haben wir den hier, der greift hier ein. Den, ey, wie gestern noch gemacht. Ja, aber das ist eigentlich noch ganz offensichtlich hier, wie das hier läuft. Das ist auch soweit okay. Wenn man es denn richtig baut.
Da wollte gerade jemand auf den Tisch. So, das sind nämlich die. Eins, zwei, so. Dann war der drei. Im Prinzip das gleiche wie vorher auch. Oh, da habe ich einen falschen erwischt. Da machen wir so einen. So, das ist recht spannend. Und du kommst unten drunter. Du bist aber zu kurz. Soll das so? Das würde ich hier verbaut. Ah ja, doch, alles klar. So passt es. Und so wird ein Schuh drauf. Man kann sagen, das Ding ist doch viel zu kurz. Aber es haut hin, weil dieses Ding genau hier zwischengreift. Hier ist eine kleine unschöne Kante, aber okay, können wir mitleben. Juti, das war jetzt das. Jetzt mal gucken, wo der Rest hingehört. Da geht es ja jetzt nun wieder los, ne? Und zwar... Da kommt ein Zweier drauf. Da kommt ein Zweier drauf. Hier ist ein Vierer. Hier ist ein Vierer, die jeweils zwei Punkte, zwei Noppen überstehen. Hier kommt einer hin. Dann haben wir da einen und da einen. Dann haben wir nächste Stelle hier und hier. Jetzt geht's weiter. Da sind schon zwei. Du. Gehörst da oben drauf. Die beiden sitzen. Hier haben wir auch. Ist irgendwas. Das sah nur so aus, als wenn es auseinander ist. So. Dann haben wir bei den beiden. So einen drauf und hier wollte er nicht den haben, sondern diese und bei dem haben wir das, wir haben das, wir haben das Kegelrad, das kommt offensichtlich hier zwischen. Allerdings richtig rum. Für die Hand of God Lenkung, wie man immer so schön sagt. Da kommen dann links und rechts diese daneben.
und im weiteren Verlauf die Winkel. Beiden Einer da drauf. Auch soweit gut. Dann haben wir noch die hier. Die kommen. Warte mal. Irgendwo. Vergessen. In einem Bauabschnitt davor. Nämlich Itte. Itte kommt nämlich hier hin. Und dann, genau. So, alle Teile weg, alle Teile weg. Ja. Die nächsten drei Bauabschnitte machen wir dann im nächsten Video. So weit sind wir bis jetzt gekommen. Hier, wie gesagt, Lenkung. Da müssen wir später vielleicht nochmal nachjustieren. Mal gucken, wie das alles so passt. Aber es sieht eigentlich bis auf hier hinten soweit ganz gut aus. Das könnte ich natürlich noch mal ein bisschen vielleicht versuchen nachzuregeln. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Vor allen Dingen, wie wir das hinkriegen. Mache ich zwischen den Folgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.